Hallo, ich bin Victoria und ich mache hier sauber. Trotzdem einen Text geschrieben, da soll es mal um Feminismus gehen. Dachte ich, ist einfach, dann beleidige ich einfach Männer. Naja, kam was anderes bei raus. Dementsprechend heißt dieser Text, ich hasse Frauen. Und Männer. Und Kinder. Ich mag keine Frauen mit kleinen Männerhüten oder Frauen mit echten Pelzkragen oder Frauen, die nackt auf der Fernsehzeitung sind und deshalb dann in irgendeine Kochsendung oder so eine Late-Night-Talkshow in den dritten Programmen eingeladen werden. Und dann gehen sie los und haben Sex mit Männern, mit denen ich in diesem Moment gern Sex hätte. Oder heiraten Männer, die ich gern heiraten würde. Und dann kriegen sie Kinder, die ich gern kriegen würde. Und dann werden sie alt und hässlich und dann lache ich richtig laut und böse. Das ist nicht so gut. Denn ich bin und werde immer schön bleiben, das sieht man nur manchmal nicht so gut. Frauen gehen zu Shopping Queen oder mit Guido Maria Kretschmer, sagt, dass sie gar nicht so hässlich sind, also auch nicht direkt schön. Aber er hat schon einmal eine Frau gesehen, die war noch hässlicher. Ich hasse Frauen. Aber was ich noch mehr hasse, sind die meisten Männer. Und um das gleich zu Anfang zu klären, ich hasse Frauen und Männer, aber alles dazwischen ist okay. Außer manche Kinder, die sind nicht okay, die kacken in Lego-Behälter und spielen damit. Mit Lego und mit dem anderen. Aber es gibt ja auch solche und solche Männer. Manche sind echt okay, die klingeln an deiner Haustür und fragen, ob du vielleicht einen Staubsauger haben möchtest. Aber wenn nicht, dann respektieren sie deine Entscheidung. Schließlich sind Staubsauger ja auch eher was für Männer. Dann schenken sie dir eine Guido Maria Kretschmer Voodoo-Puppe und sagen, dass du schöne Augen hast. Und dann tauchen sie nie wieder auf. Normaler, netter Mann. Da fühlt man sich ein bisschen geschmeichelt, aber mit genügend Abstand. Und dann gibt es solche Männer. Solche Männer sind irgendwo zwischen 40 und 70 oder fühlen sich zumindest so oder sind echt hässlich und stehen zu siebt an der einzigen Treppe, die zur U-Bahn führt. Oder fassen dich von hinten auf der Rolltreppe an oder kommen dir auffällig nahe, immer wenn sie mit dir reden. Und man fragt sich halt immer so, ob das irgendein neuer Trend ist, den man nicht mitgekriegt hat. Dass man sein Gegenüber immer anfassen muss, wenn man mit ihm redet. Vielleicht haben diese fragwürdigen Experten von Galileo, die auch mal meinten, dass der Pazifik der Fluss ist, der zwischen Amerika und Europa fließt, jetzt herausgefunden, dass ältere Männer jüngere Frauen immer mindestens am Arm anfassen müssen, damit das, was sie sagen, überhaupt ankommt. Zur Extremkonversation am besten natürlich an den Brüsten. Das Schlimmste aber an solchen Männern ist, dass sie genau wie diese Neo-Neonazis sind. Diese Menschen, die halt diesen ganzen Nazi-Stuff cool finden, ihr wisst schon, was ich meine. Sie sind jetzt nicht mehr, achso, Moment, da steht was anderes. Neo-Neonazis können überall lauern. Sie sind jetzt nicht mehr arbeitslos und verzichten ganz selbstlos freiwillig auf Frisuren. Das sind vielleicht Klempner oder Gärtner oder sie züchten kleine, niedliche Katzenbabys. Die wohnen nicht mehr alle nur in Mecklenburg-Vorpommern. Manche auch in Thüringen. Neo-Neonazis. Ihre Freunde nennen sie auch gerne Neonazis im Quadrat oder Kubik-Nazis. Aber um die geht es ja gerade gar nicht. Es geht ja um solche Männer. Ich hasse solche Männer, weil genau sie immer sagen, sie seien nicht solche Männer. Und das verwirrt mich total. Was sind die denn jetzt? Im Zweifelsfall ja wohl immer Scheiße. Und man könnte jetzt sagen, aber Victoria, dich verwirrt auf Frühstück. Und da sage ich ganz klar, ja, weil es manchmal süß und manchmal salzig ist. Da blickt doch keiner mehr durch. Liebes Frühstück, positioniere dich doch bitte mal klar. Und während ich als Frau jeden Morgen um 6 Uhr im Sonnenschein einen freundlich-sportiven Yoga-Baum mache, dann einen Activia verspeise und dann mit so einem großen Ding, mit dem man Seifenblasen macht, durch den Garten laufe und rufe, wie toll meine neuen Slip-Einlagen oder die Creme gegen Scheidenpilz ist, sind diese Männer der Grund, aus dem diese Achselschweißentfernungstücher erfunden wurden. Deren einzige Eigenschaft ist dann stinken und die einzige Reaktion, die sie bei anderen Menschen hervorrufen, ist Kotzen. Warum gibt es sie überhaupt? Und wie heißen diese Plastikdinger, aus denen die Seifenblasen kommen? Und warum habe ich eigentlich so selten Scheidenpilz? Wenn die Frauen in der Werbung das scheinbar 3-mal im Monat haben. Und wieso arbeiten so viel mehr Frauen als Männer an Apotheken? Liegt es daran, dass sie es praktisch finden, immer gleich vor Ort zu sein, wenn sie neue Creme gegen Scheidenpilz brauchen? Fragen über Fragen. Ich glaube, mein Schwein hackt. Warum nehmen Männer sich nicht einfach ein Beispiel an meinem Opa? Der nämlich klaut manchmal diesen neuen Hipster-Mädchen, die neuerdings überall rumlaufen und sich so komisch anziehen, so mit Jeans aus den 90ern oder 80ern, man weiß es nicht genau, und zu großen T-Shirts und Tattoo-Ketten. Also kennt ihr, ne? Das sind so Ketten mit Tattoo. Ihre selbst gehäkelten Einhornhandtaschen und dann rennt er weg, also wie Opas halt rennen, also nicht.
Also dann geht er weg und schreit dabei, einfach schwimmen, 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 einfach schwimmen. Und dann nimmt die Polizei ihn nicht fest, weil sie denken, er sei nur ein verrückter alter Opi. Und die selbst gehäkelte Einhorntasche gehört ihm. Und man kann sie ihm unmöglich wegnehmen, denn darin sind bestimmt seine Blutdrucksenker und diese Reinigungstabletten für seine Zähne und seine Trillerpfeife, die verrückte Opis mit Socken und Sandalen immer dabei haben, um bei jeder sich bietenden Möglichkeit sagen zu können, ich habe die Polizei schon gerufen. Und dann pfeifen sie ganz laut. Man kann ihm diese Tasche unmöglich wegnehmen und diese dummen Tussen mit ihren Tattoo-Halsketten. In welchem Zeitalter leben sie, hören sie auch immer nur Scooter? Sind Tattoo-Ketten eigentlich stabil genug, um damit jemanden zu erwürgen? Ich finde den Gedanken so schön. Die kann man ja sowieso nicht ernst nehmen. Aber so einfach ist das nicht. Und solange es nicht einfach ist, mag ich keine Frauen und keine Männer und die meisten Kinder. Aber bitte, bitte, liebe Frauen, macht euch nicht lächerlich. Tragt keine Jeans aus den 90ern oder so. Erzählt nicht allen, wie toll eure neuen Slip-Einlagen sind. Aber vor allem bitte, liebe Männer, egal wie lächerlich sich irgendwelche Frauen gerade machen, wenn ihr eklig seid und Grenzen überschreitet, die wirklich niemand überschreiten darf und nicht allen Menschen, auch wie Menschen begegnet, dann ist das so viel schlimmer, als sich nur ein bisschen lächerlich zu machen. Dankeschön. Yeah!